Jo, hallo Freunde. Heute will ich einmal einen kleinen Brennertest machen mit dem WTB-Hobo von Patrick. Und klar, ich hatte den schon in Verwendung, sieht man ja. Aber jetzt möchte ich ihn nochmal etwas näher vorstellen. Er besteht aus diesen 1, 2, 3 Teilen inklusive Schrauben. Diese drei Schrauben kann man hier unten eindrehen. Und mit diesen drei Schrauben steht er auch wirklich sehr gut. Also das kann ich garantieren. Besser wie mit vier. Er hat eine sehr gute Standfestigkeit. Klar, die Auflagen sind natürlich nicht sehr extrem groß, aber der Kerl steht schon wirklich sehr gut. Da gibt es einmal gar nichts zu motzen. Dann haben wir hier eigentlich den Aufsatz für den quasi Kamineffekt. Das funktioniert auch gut. Und das Topfkreuz noch, das wir hier dann noch herum aufsetzen können, wenn wir was aufstellen wollen. Das nächste, was wir mit dem Teil machen können, ich habe jetzt leider zwar keinen Drangier dabei, aber man dreht das Teil um, setzt hier den Drangier ein und kann hier oben das Topfkreuz jetzt einsetzen. Also das ist wirklich super durchdacht, gefällt mir wirklich extrem gut und kann dann hier sein Geschirr aufsetzen. Also wirklich, es ist sehr gut gemacht, gefällt mir wirklich. Ja, wenn man ihn natürlich mit Holz befeuert, muss man ihn natürlich so verwenden. Ja, was gibt es dazu noch zu sagen? Betreffend der Füße haben vielleicht schon manche gesagt, naja, die Schrauben verliere ich. Ja, das ist vielleicht möglich. Und wenn man ihn natürlich ohne den Schrauben verwendet, gehen wir es einmal schnell heraus, das kann natürlich passieren. Wenn hier eine weg ist, dann hat sich das mit dem Stehen erledigt. Aber ich muss sagen, er steht auch so tadellos. Und wenn man jetzt Angst hat, dass man hier vielleicht den Untergrund verbrennt, dann habe ich zwei kleine Sachen, die ich euch jetzt zeigen kann. Und zwar, das einen habt ihr sicher bei mir schon gesehen, dieses Grillgitter vom Atze. Also das hat mir schon sehr oft geholfen. Und was optimal ist, dann stellt einfach den Hobo da oben drauf. Dann habt ihr nach unten Freiraum ohne Ende. Und der kann auch hier nicht herunterrutschen, der bleibt hier stehen. Ist doch optimal. Ich habe hier noch eine Ablage daneben, kann hier noch Holz drauflegen. Alles, was ich mir vorstelle. Das zweite, was ich noch habe, was ich mir angeschafft habe, jetzt nicht nur extrem für den Hobo, sondern wenn ich wirklich mal wo auf einem Platz, auf einer Holztisch oder so grillen oder ja kochen oder sonstiges, habe ich mir hier so eine kleine Feuerschutzmatte zugelegt. Die ist so 20 oder 25 mal 25. Da kann man natürlich auch was draufstellen und die ist wirklich feuerhemmend. Die verwendet man meistens für Lötarbeiten daheim, dass eigentlich dem Tisch nichts passiert. Aber das Teil hält eine Menge aus. Das zeige ich euch gleich. Jetzt werden wir da mal was draufleihen und anzünden. So, ich habe hier etwas Alkohol dabei von meinem Benzinbrenner. Ja, das leeren wir da jetzt einmal drauf und dann werden wir das anzünden. Man sieht, das brennt und ich halte die Hand drunter. Also, das ist optimal. Klar wird es nach einer Zeit warm, heiß werden, das ist schon klar, aber Freunde, das ist doch super. Ich weiß jetzt nicht mehr genau, ich glaube 5 oder 6 Euro hat mich das Teil gekostet. Ich schmeiße euch den Link auf alle Fälle und auch den Link vom Gitter unten in die Beschreibung. Also, wer sowas brauchen kann, ist optimal. Ich finde es top. Ja, gehen wir zurück zum Hobo. Wir werden den jetzt mal entzünden. Ja, was ich noch herausgefunden habe, durch einen Zufall, ja, ich bin ja der Bastler, das wisst ihr ja schon langsam. Und
Ich habe natürlich auch das Avenue-Kreuz. Und rein zufällig, passt dieses Kreuz auch hier oben. Also da kann nichts verrutschen, das kann nicht runtergehen. Ist klar, hier innen passt es natürlich nicht, da fällt es durch. Aber wenn man es im Hobo-Betrieb verwendet, ist das optimal. Wer so eines hat, kann vielleicht das zweite Kreuz, das Original, das dabei ist, verwenden, wenn er die Füße nicht nehmen will, und stellt das unten aufs Kreuz und ist somit auch etwas vom Boden entfernt. Das wäre dann natürlich die wenigste Anschaffung, was es kosten würde. Ja, das nur mal alles am Rande erwähnt, weil wenn ich daheim bin, ist mir etwas fad, dann probiere ich da natürlich alles durch und lasse euch davon natürlich gerne profitieren. Ja, aber nichtsdestotrotz, jetzt zünden wir mal den Hobo an. Ja, ich denke, ihr seht ihn. Ich habe ihn hier jetzt wieder auf meinen Grill rausgestellt. Wie gesagt, das ist in dem Sinn eigentlich optimal. Natürlich wieder einen Zunderfuchs von mir. Warte, bis sie aufdröseln. Das Ganze anzünden. Ja, Freunde, ich stehe auf diese Zunderfüchse, denn die sind wirklich optimal. Die halten locker 5 Minuten. Bisschen mit Watte umwickelt. Video davon habe ich ja gemacht. Verlinke ich euch vielleicht hier noch einmal oben. Aber jetzt geben wir mal Gas. Ich werde auch gleich den Aufsatz aufsetzen, damit wir den Kamineffekt haben. Ja, und dann legen wir schön langsam nach. Ich habe hier halbwegs trockene. Ja, was halt, sie knacksen, also sie sind halbwegs trocken. Von daher dürften die relativ rasch anbrennen. Ja, mal von oben einen Blick hinein. Klar raucht er noch etwas, das Holz ist nicht komplett trocken und er fängt ja auch gerade an zum Anbrennen, aber das funktioniert doch relativ rasch. Ja, und jetzt schaut euch mal das Flammbild an, das hat jetzt keine 1,5 Minuten gedauert, bis er so durchzieht. Und das ist schon gigantisch. Ja, man kann nicht sagen, der geht wirklich sehr gut. Mal nachwerfen. Füllen wir mal wieder an. Schauen wir mal, dass wir ordentliche Glut machen. Und man kann natürlich auch von herunten nachlegen. Das funktioniert natürlich genauso, wenn oben ein Topf draufsteht. Ja, mein Fazit von den WTB-Hobo. Perfekt, ich könnte keine Nachteile sehen. Ich habe ihn für mich adaptiert, wie ich das Ganze eben brauche. Das muss jeder für sich selber entscheiden. Aber ich bin damit zufrieden. Auch die Form ist optimal, er ist nicht schwer. Ja. Und in dem Sinn kann ich nur sagen, ich bin damit zufrieden. Ja, das war's schon mit dem kleinen Review, mit dem kleinen Test davon. Ich wünsche euch in dem Sinne noch einen schönen Tag, schöne Woche und danke fürs Zuschauen und ciao, Freunde.